Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Haul. Ich wollte tatsächlich euch die Sachen noch zeigen, die ich in Schweden gekauft habe. Bisher komme ich aber leider nicht dazu. Und deswegen zeige ich es euch jetzt ein bisschen später, muss man ehrlich sagen. Aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Die Sachen standen jetzt die ganze Zeit auch hier tatsächlich, ohne dass ich sie verwendet habe, obwohl ich mich so darauf gefreut habe. Aber jetzt ist es Zeit. Ich will euch die Sachen zeigen, damit ich die endlich auch verwenden kann. Genau. Es ist auch nicht viel. Es ist nur ein bisschen was. Nur ein bisschen was hier. Aber das zeige ich euch schnell. Das erste, was ich gekauft habe, ist bei Flying Tiger einmal die Lysbox Bookstava Lightbox Letters von A4 Lightbox. Also ich glaube, meine Box ist A4. Vermute ich mal. Also es war auf jeden Fall die größere Box. Es gab noch eine kleinere anscheinend, weil ich glaube, dass ich die größere habe. Und mir gehen immer Buchstaben aus. Und dann habe ich gesehen, dass es da Ersatzbuchstaben gibt. Und da konnte ich nicht anders als einfach die Buchstaben nehmen, damit ich da mehr Buchstaben habe. Ja, ich muss noch die Batterie auswechseln, aber jetzt bin ich ja die ganze Zeit nicht drüben gesessen, deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Aber mache ich bald. Einmal Buchstaben. Und dann habe ich mir einmal gekauft. Da ist tatsächlich bloß noch eins drin. Eins habe ich schon verwendet. Ich gucke ständig da hoch, weil ich gerade beim letzten Video festgestellt habe, dass da oben eine fette Spinne sitzt. Und ich muss mich vergewissern, dass die noch da sitzt. Tut mir leid. Also falls ich nach oben gucke, es hat einen Grund. Und zwar habe ich mir einmal die Turban Hair Towels gekauft, weil ich tatsächlich, also das erste, was ich hatte, ist das von meiner Little Box. Das hatte ich in der Box drin. Das habe ich geliebt. Aber das ist leider, es löst sich leider langsam auf, muss man sagen. Und deswegen brauche ich unbedingt neue. Und da gab es jetzt so ein Zweierpack. Ich glaube, dass das 6 Euro gekostet hat. Einmal mit Pink, das ist schon in Verwendung. Und einmal dieses Weiß eben. Und ja, musste einfach mit. Musste einfach mit, weil ich finde, Hautturban kann man nie genug haben. Und dann habe ich mir einmal gekauft von The Body Shop dieses wunderschöne kleine Set für, also 215 Kronen hätte es normal gekostet und ich habe es für 138 Kronen gekauft. Wie viel das ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Und da gucken wir rein. Ich habe tatsächlich selber noch nicht reingeguckt, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Aber ich fand das Set einfach, also die Tasche schon so süß. Das erste, was wir hier drin haben, ist einmal The Body Shop Hand Balm Spiced Orange, Orange, Vanille und Cinnamon. 96 Stunden Nourishing Moisture. Die werde ich mir auf jeden Fall gleich in die Handtasche geben. Und ich liebe halt orangen Zimtgeruch, deswegen ist das voll meins. Dann habe ich natürlich auch passenderweise The Body Shop Spiced Orange Gel Spiced Orange. Auch wieder mit derselben Mixtur an Orange, Vanille und Zimt. Genau. Duschgel. Ich auch toll. Wir gleich in die Dusche wandern. Ja, und dann ist bloß noch ein Produkt drin und ein Füllmaterial. Und zwar natürlich passend dazu auch noch die passende Bodycreme. Oder ist das jetzt eine Bodycreme? Nein, das ist der Bodyjoghurt. Tatsächlich der Bodyjoghurt. Bodycreme wäre mir ein bisschen, also diese Bodybutter wäre mir ein bisschen lieber gewesen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das ist ein bisschen leichter, aber im Winter habe ich tatsächlich die Bodybutter ein bisschen lieber. Genau, also die drei Produkte waren hier drin und fand die einfach süß. Und deswegen durfte die mit. Und in Schweden, da hat es ja bei uns das erste Mal geschneit. Deswegen durfte das erst recht mit. Einmal das Set hier. Und dann habe ich mir einmal gekauft. Den habe ich mir beim Rückweg gekauft. Der ist so schön. Einmal einen Starbucks-Becher mit so Glitzer. Oh, seht ihr das, wie der glitzert? Seht ihr das? Oh, ich konnte nicht dran vorbei. Und der hat tatsächlich noch einen Kaffeebecher-Aufsatz mit dabei. Also so bringe ich den auf jeden Fall nicht unter die Kaffeemaschine. Das muss ich jetzt ehrlich zugeben. Man kann den eben, wie gesagt, für kalte Getränke verwenden mit dem Strohhalm und für heiße Getränke eben dann mit dem Kaffeebecher-Aufsatz. Ich habe den noch gar nicht angeguckt hier. Genau, so sieht der ganze Aufsatz aus. Kann man Gott sei Dank auch schließen. Also für den Preis darf das auch auf jeden Fall sein. Und so sieht der dann eben geöffnet aus. Sehr, sehr schön. Ja, musste sein. Nein, musste nicht sein, aber ich habe ihn trotzdem gekauft. Und zwar hätte es eigentlich nicht sein müssen, weil ich mir schon den Nachtrag gekauft habe. Auch im Urlaub. Einmal die Halloween, oh, ich und Becher, ich sag's euch. Einmal die Hellovision Glow in the Dark, phosphorisierend, der Starbucks Becher. Ich fand den so schön. Der ist aber nur für kalte Getränke und deswegen habe ich mir den anderen noch mit dazu gekauft. Ja. Ja. Und Starbucks Becher sind halt einfach nicht billig, muss man jetzt ehrlich sagen. Und dann haben wir einmal, beziehungsweise habe ich mir gekauft, einmal das Sweet Christmas Set von Lush. Da ist einmal drin 100 Gramm Butterbar Bath Bomb und einmal 100 Gramm Snow Fairy Roll Bubble Bar. Genau. Das dürft ihr einmal mit, habe ich jetzt noch nicht geöffnet, das werde ich noch machen. Aber das werde ich jetzt nicht hier machen, sondern da nehme ich euch auf jeden Fall im Vlog mit. Dann habe ich hier noch einmal Rose Organs mit dazu bekommen. Das ist eine Probe. Was das für eine Probe ist, kann ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, muss ich selber noch holen. Und dann habe ich mir noch gekauft einmal eine Halloween Edition. Ja, die habe ich auch noch nicht geöffnet.
Auch wenn Halloween schon war. Und zwar Trick or Treat und da ist einmal drin 120 Gramm Pumpkin Bath Bomb und einmal 140 Gramm Ghost Bath Bomb. Also ich werde die auf jeden Fall nicht auf einmal verwenden, sondern auf zweimal, weil auf einmal verwenden ist mir das auf jeden Fall zu teuer. Deswegen. Und das war eigentlich alles, was ich so in Schweden... Es ist genug. Ich habe natürlich die Jacke noch gekauft, die habe ich euch so schon gezeigt. Von H&M einmal so eine graue Jacke. Falls euch interessiert, wie die ausgeguckt hat, das ist jetzt das Einzige, was ich nicht zeige. Dann guckt in den Vlogs vorbei, in den Schweden-Vlogs. Aber sonst habe ich nichts gekauft. Wie gesagt, das ist auch genug. Ja, und dann würde ich sagen, war es das mit dem Haul. War ein relativ kleiner Haul, aber ich wollte euch einfach nochmal alles so ein bisschen zusammengefasst zeigen. Was ich natürlich jetzt hier nicht dabei habe, ist die ganzen Souvenirs. Die Souvenirs habe ich natürlich bis jetzt schon verteilt, weil wie gesagt, das ist jetzt schon Januar. Wäre doof, wenn ich die noch nicht verteilt hätte. Und genau, also die habe ich schon verteilt und das ist wirklich das, was ich mir selber gekauft habe. Das wollte ich euch einfach nochmal zeigen. Ja, und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne Daumen rumlassen, lasst mir in den Kommentaren. Was sagt ihr zu den Sachen? Was würdet ihr gerne auch haben? Gerne testen. Was soll ich mit euch testen und natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren. Unten auf den Abonnieren-Button würde mich auch sehr freuen und unterstützen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.